Mein Name ist Bernd Mittelhuber. Ich bin von den Lean Partners. Wir sind 15 Mann. Ein paar Kollegen sind hier unter uns. Und wir machen Cutter-Beratung. Also helfen Firmen bei der Einführung der Cutter oder das Etablieren der Cutter oder Ausweiten der Cutter. Und in dem Sinne mit Mike, den Mike kenne ich jetzt schon seit 99, letztes Jahr 1000, ja, durfte ich also auch die Cutter mit begleiten. Ich habe das dann gesehen, wie ich mich vor allen Dingen am Anfang sehr, sehr schwer getan habe mit dem Gedanken, dieses Coaching und so. Das war, ich bin Ingenieur, also insofern Coaching war was für andere. Und das durfte ich alles ein bisschen aufnehmen und das war auch sehr interessant für mich. So, im Laufe der Beratung ist es natürlich immer so, dass wir dann wirklich unglaublich interessante und weitreichende Vorträge hier vorne halten wollen über den aktuellen Stand der Wissenschaft und was es Neues gibt. Das wollen wir jetzt nicht machen. Tut mir leid. Was mein Erfolgsgeheimnis oder Kriterium ist, ist immer wieder, meine Güte, können wir die Cutter nicht viel einfacher auch erklären? Also kann es nicht Spaß machen. Kleine Elemente, ganz schnell einfach nur quick and dirty erklärt. Und deswegen habe ich heute so ein kleines Spiel mitgebracht, wo wir ein bisschen in diese PDCA jetzt mal eintauchen wollen. Wir brauchen, die erste Seite ist schon durch. Wer hat den Drücker? Ich, ne? Warte mal. Ah, das bin ich. Okay, gut. Also so geht Cutter mit einem Fragezeichen, einem Ausrufezeichen und nochmal ein Fragezeichen. Und so ein bisschen wissenschaffendes Denken für jeden oder wissenschaftliches Denken für jeden, das machen wir jetzt mal ein bisschen. Und Sie müssen leider nachher mitmachen, tut mir leid. So, wo sind wir? Ein bisschen zurückblickend auf dieses Bild, das haben wir heute schon mal gesehen. Ja, Gerd Aulinger hat ja sehr schön 1, 2, 3 schon etabliert. Wir haben im Bereich 4 Experimentieren oder Experiment oder wissenschaftliches Vorgehen haben wir jetzt schon einiges gelernt. Wir haben was über Lernzone gelernt, Komfortzone und so weiter. In dem Bereich befinden wir uns jetzt. Und ich möchte Sie jetzt mit einer kleinen Knobelaufgabe sehr schnell in den Unbekannten, in die unbekannte Zone, also in die Lernzone führen. Ja? Außer Sie kennen das Spiel dann nachher schon. Dann leider, ja, das ist, wenn man einmal eine Knobelaufgabe gelöst hat, das Dumme ist, das ist doch nichts mehr, ne? Also ich hoffe, dass ich, was ich mitgebracht habe, ist noch nicht so bekannt. So, wo sind wir? Ein bisschen freier übersetzt von Mike, Entschuldigung, ne? Wie man das Brett vor dem Kopf beseitigen kann. Und da ist eben die Lösung oder ein sehr guter Ansatz, dieses wissenschaftliche oder wissenschaffende Denken. Und ich fand das sehr schön, das Bild von Mike, dass er eben sagt, naja, wie kann man überhaupt wissenschaftlich denken? Naja, wir müssen sowas formulieren, was wir glauben, was passieren wird. Also eine gewisse Logik in die Zukunft transferieren oder ein Muster in die Zukunft transferieren. Wir reden dann von Mustererkennung oder Logik oder sowas, ne? Das ist das eine. Also was wird passieren? Dann führen wir etwas durch und dann passiert etwas. Und wenn das einen großen Unterschied hat, dann geht die Tür auf, wo wir lernen können. Ja? Wir können dann durch die Tür durchgehen und lernen. Viele machen es nicht, aber ich hoffe, dann durch den Coach wird man dann da reingetrieben und sagt, Mensch, da ist was zu lernen und das wollen wir jetzt machen. So, in dem Bereich sind wir. Also, ich habe für Sie das Nordpolrätsel. Okay? Und wer das jetzt kennt, tut mir leid, der ist jetzt raus. Der kann jetzt schon die Kaffeepause. Jetzt bin ich gespannt, wie alles aufsteht. Okay. Okay, einige, alle gehen raus. Ja, das ist dann, also, die Frage, wie viele Bären, Wasserlöcher und Fische sehen Sie nachher? Okay, gut, wir lassen uns mal drauf ein. Und zwar gibt es hier eine kleine Aufgabe. Also, ein Flugzeug, in dem Sie sitzen, fliegt über das arktische Eis. Die Passagiere, Sie auch, schauen aus dem Fenster. Ja, so schön oben fliegen wir drüber, wir schauen runter. Unten tummeln sich Polarbären um Wasserlöcher und in den Wasserlöchern sind auch Fische. Okay, soweit erstmal. Und ich werde Sie nach jeder Runde immer wieder fragen, wie viele Wasserlöcher sehen Sie, wie viele Bären sehen Sie und wie viele Fische sind in den Wasserlöchern. Okay, jetzt nicht schon suchen, weil das ist ein Bild aus dem Internet einfach, das hat jetzt nichts mit dem Spiel, ich habe das nur so als Hintergrund jetzt. Ne? Also wenn Sie jetzt schon gesucht haben, dann wäre eigentlich 000, ja?
0,0,0 oder vielleicht 1000, 1000, 1000. Das wären auch sehr gut nicht beweisbare Hypothesen und wir werden es hingehen. So, was Sie brauchen ist jetzt Folgendes. Bitte greifen Sie in Ihre Tüte. Sie müssten dieses Formblatt irgendwo finden. Zwei Stück pro Tüte müssten ungefähr ausreichen. Und Sie brauchen dummerweise auch noch einen Stift. Das brauchen Sie auch noch. Und für die Würfel, weil wir jetzt eine große Runde sind hier, habe ich was, und zwar aus dem Internet gleich eine Seite. Die Leute programmieren die tollsten Sachen. Und da wird der Kollege hinten einfach immer nur umschalten und dann werden wir würfeln. Das sind dann unser Würfelergebnis. Ja? Also, dass wir alle denselben Ergebnis haben. Ansonsten weiß ich nicht, wie man es sonst moderieren könnte. Ne? Okay. So. Wir werden jetzt mehrere Runden spielen und Sie werden pro Runde sich immer weiter in dieses Knobelspiel reintüfteln dürfen. Und ich kann Ihnen auch versprechen, dass das, was ich antworte, ist nicht rein zufällig oder es ist kein Zaubertrick. Ne? Wer kennt das Spiel schon hier? Hier aus meiner Mannschaft müssten jetzt ein paar Hände hochgehen. Helge, dann sag doch mal, jetzt gute Testfrage, ne? Wie viele Löcher, wie viele Bären und wie viele Fische siehst du denn hier? Also, ich kann es kurz machen. Man sieht ein Wasserloch, man sieht 6 Bären und man sieht 6 Fische. Okay? Und Ihre Aufgabe ist es jetzt, von Runde zu Runde sich versuchen, diese Logik zu erschließen. Dazu hilft dieses Bild oder dieses Formblatt. Ja, also, Runde 1. Werde ich Sie nachher fragen, ja? Bitte versuchen Sie doch mal, also Runde 1 eintragen, das kriegen wir hin, ne? Und dann versuchen Sie doch mal, vielleicht wollen Sie sich rausnehmen, erstmal die Löcher zu erklären, dann die Bären und dann die Fische. Sie können auch versuchen, alles 3 zu erklären von Runde zu Runde, dann ist das so ein multiples, Faktorenexperiment ein bisschen, ja? Aber Sie können es auch nach und nach gehen. Sie müssen nicht alle mit Löcher anfangen, das ist nur ein Beispiel. Ja? Also, wenn wir ungefähr so ein bisschen so sich so dritteln. Also seien Sie kreativ. Ne? Die Frage dann an Sie wird sein, immer von Runde zu Runde, die Sie bitte hinterschreiben. Und zwar möchte ich ganz gerne eine Logik von Ihnen hören. Was glauben Sie, ist die Logik hinter der Antwort der Löcher? Also zum Beispiel habe ich eine hingeschrieben. Erste Sache, die Löcher sind alle Augen von dem, was ich würfel. Das kann man mal hinschreiben. Ich glaube, in der ersten Runde wäre das jetzt noch okay gewesen. Ich habe eben schon was gesagt, das glaube ich, jetzt scheidet es schon aus. Ne? Aber schauen wir mal. Ne? Also, dann würfel ich und dann können Sie anstreichen, welche Würfel jetzt gefallen sind, damit Sie die Historie haben. Das ist dann Ihr Ist-Ergebnis. Und Eiderdaus, wir haben ein Loch, 8 Bären, 6 Fische. Okay, was sagt das zu Ihrer These? Also, die Löcher sind alle Augen. Das wären 15 gewesen. Offensichtlich ist es keine einfache Summe. Ja, das ist nicht eine normale mathematische Addition. Und dann würden wir die in der zweiten Runde und bitte schreiben Sie dann wieder für sich eine kleine Hypothese. Diese Runden werden wir jetzt sehr schnell durchspielen. Ja, ich werde da immer nur gerade 30 Sekunden Ihnen Zeit lassen zu lernen und eine neue Logik auszuprobieren. Ein kleiner Lerneffekt hier ist, und das können Sie dann mit Ihren Mitarbeitern oder Kollegen, Coaches oder sowas machen, was an Hypothese reinkommt. Ja. In der Cutter, die Anfänger, die sagen dann immer, ja, ich darf doch jetzt sagen, ich weiß es nicht. Ne. Oder man könnte raten, ne, also die Löcher sind einfach nur 4. Ja. Das ist auch eine Hypothese, würde ich aber als Coach jetzt noch nicht durchgehen. Wir suchen eine Logik. Und genauer gesagt, wir suchen sogar eine Mathematik. Ja. Also die Antwort, die ich Ihnen gebe, ist nicht zufällig. Sie ist aber auch nicht ganz so simpel, einfach nur zu addieren oder so. Alles klar, soweit zum Spiel? So, also hier nochmal ein paar Hinweise. Also, können Sie das Rätsel lösen? Die Polarbären kommen immer paarweise vor. Sie werden nie eine ungerade Zahl von Bären hören. Die Bären sitzen am Wasserloch wie Blüten um eine Blume. Die Fische schwimmen frei umher, ihr Verhalten erscheint sonderbar, jedoch sind sie nie allein. Also es gibt nicht ein Fisch 1, gibt es nicht. Ja? So, das sind die 2 Hinweise, die Sie noch haben. Und jetzt sind es immer wie viele Wasserlöcher sehen Sie, wie viele Bären sehen Sie, wie viele Fische sind in den Wasserlöchern. Okay.
So, 10 Sekunden oder 15 Sekunden Zeit, ich muss meine Stoppuhr nochmal holen, 15 Sekunden Zeit, bitte formulieren Sie eine Hypothese. Oben links das Feld mal ausfüllen, also schreiben Sie rein Runde 1, überlegen Sie sich, welches von den Kriterien Sie vielleicht annehmen wollen. Sie können alle nehmen, Sie können 1 oder 2 nehmen und schreiben Sie mal eine Hypothese bitte rein. Starten Sie jetzt. Okay, 15 Sekunden ist nicht viel. Ne? Okay. Alle haben was stehen. Ich muss hier starten. Wie stoppe ich? Ach ja, so. Okay. So, bitte einmal umschalten. Wir wollen einmal würfeln. Ja, so, dann haben wir es. Das ist eins aus dem Internet, deswegen ist, ich habe mir die 2,99 € gespart, deswegen ist Werbung drin. Weiß nicht, ich kriege keine Provision. Da war es doch gerade. Wo ist schon wieder? Jetzt. So, bitte einmal drücken. So. Das war zu schnell, ne? Die 6, die 5, die 1. Okay, danke. 6, die 5, die 1. So. Oh Gott, kann ich das ohne Grafik jetzt? Warte mal, muss ich selber aufschreiben. Also, 6, 5, 1. So, hat einer eine Antwort schon zu dem Thema Löcher? Sind 4 Löcher? Leider nein, es sind 2. 2 Löcher. Hat einer, du hast 2 Löcher, Konstantin? Ja. Sehr gut, ah, okay, gut. Dann werden wir gleich gucken, ob die bei der nächsten, ne, ob das dann sich bestätigt. Okay, hat einer was zu den, was kommt als nächstes jetzt? Bären. 5 Bären? Nein, tut mir leid. Auch nicht, leider. Nein, wenn wir alle runterzählen jetzt, das kenne ich. Nochmal, was war das? 12, nein. 6, 5, 1, es müssten 10 Bären sein, selbstverständlich. Ja, 6 Bären. Und Fische, hat jemand die Fische? 6 oder 10 Bären. Es sind 10 Bären. Ah, vielen Dank, das hilft mir. Ja, okay. Es sind, wie viele Fische sind es denn? Nee, 8 Fische. Tut mir leid. Okay, es sind 8 Fische. 2 Löcher, 10 Bären, 8 Fische. Okay. Sie haben jetzt wieder, machen wir jetzt machen wir jetzt, wollen wir noch reflektieren, machen wir 25 Sekunden, bitte, bitte versuchen Sie zu evaluieren, was Ihre Hypothese wert war und versuchen Sie, sie zu verfeinern. So schnell sind die rum. Hat jeder eine neue Hypothese? Okay. Konstantin, du bist ja schon mit den Löchern. Nee, was hast du gerade richtig? Löcher? Löcher, da werden wir gleich testen, ob das richtig ist. Ja. Okay, so. Also wir werden jetzt nochmal neu würfeln. Und dann werden wir erstmal als erstes fragen, ob Konstantin schon mal die Löcher richtig hat. Das ist jetzt das Wichtigste. Einmal bitte würfeln. Konstantin, wie viele Löcher haben wir hier? 1. Ah, korrekt. Ein Loch. Okay, also ein Wasserloch hier. Ja. Okay, Konstantin, jetzt bist du so gut am Laufen. Ne? Wie viele Bären siehst du denn hier? 10 Bären, korrekt. 10 Bären. Konstantins Sicht, also die Mimik sieht aber nicht so aus, als hättest du es verstanden. Das war Zufall jetzt. Du bist selber überrascht, dass es richtig war? Ja, okay. Und jetzt fragen wir nochmal Konstantin. Jetzt hat er schon 2 Treffer. Nicht meine Hypothese gewesen. Zu den Fischen habe ich noch keine Ahnung. Zum Fischen habe ich noch keine Ahnung, okay. Wie viele Fische sind es denn? Hat jemand einen Wurf? 9 ist falsch. 8, 7? 7, 8. Nein, es sind selbstverständlich 4 Fische, das sieht man doch. 4 Fische. Meine Damen und Herren, selbstverständlich, das sieht man doch. Ist doch ganz einfach. Okay. Ja, versuchen Sie wieder die Lernerfahrung. Ihr Coach würde jetzt sehr stark auf das Feld rechts gucken, ne? Also auf das Lernen, das auszuwerten. Aber Sie haben wieder 25 Sekunden bis zur nächsten Runde. Konstantin, du hast eben gesagt, wir müssen... Polarbären kommen immer paarweise vor. Die Bären sitzen am Wasserloch wie die Blüten um eine Blume. Die Fische schwimmen frei umher, ihr Verhalten erscheint sonderbar. Jedoch sind sie nie allein.
Okay. So, die Würfelseite wieder, bitte. Einmal umschalten. Sehr gut. So, wir würfeln. Bitte jetzt. Konstantin, du hast dich weit aus dem Fenster gelehnt. Ja? Er will nicht mehr, er will nicht mehr. Wer hat die Löcher? Eins. Ein Wasserloch, ist korrekt. Ein Wasserloch. Da scheint schon eine Mehrheit der Logik zu haben. Jetzt erkennen Sie auch, die noch nicht diese Logik haben, was so ein Teammotivation erfolgt, ne? Mit Mist. Wieso haben die das? Ja. Okay. Wir haben 12 Bären. Wow. Sehr schön. Wir haben 12 Bären. 12 Fische. Nee, das ist, wenn Sie 12 Bären haben, die fressen ja die Fische, dann können ja nicht 12 Fische dabei sein. Das ist zu viel, ne? Das ist dann zu viel, ne? Es sind 4 Fische. Ne? Es sind vier Fische. Das ist doch logisch, das sieht man doch. Okay. Gut, versuchen Sie wieder auszuwerten. Wir spielen noch so 3-4 Runden einfach, bis wenigstens irgendjemand es hat. Ja, genau. Ja? Ja, sind schon die ersten Verzweiflungs... Okay. So. Bitte einmal würfeln. Wir werden sehen. Ah, das ist jetzt gut hier. So. Wie viele Wasserlöcher sehen Sie? Keines? Konstantin? Keins? Wer hat eins? Das ist leider keins. Null. Null Wasserlöcher. Ja. Dann ist ja auch, ne, wie viele Bären sehen Sie? 10 Bären, genau. Und wie viele Fische sehen Sie denn jetzt? Null Fische. Ja, logisch. Ist doch klar. Also 0, 10, 0. Das war jetzt eine schöne Steilvorlage für uns. So, jetzt werden wir gucken, ob die ersten schon. So, nochmal überdenken Sie Ihre Strategie, versuchen Sie die Logik dahinter herauszufinden. Nochmal 25 Sekunden. Sie können sich auch prima selber coachen dabei. Haben Sie eine neue These? Einige haben schon aufgegeben, ne? Andere sagen so. Jetzt. Hier vorne gibt es sehr viel Euphorie. Wir vermuten, wir haben hier ein Rudel. Okay, lassen Sie nochmal schauen, ob wir es bis dahin schon mal hingekriegt haben. Einmal würfeln, bitte. So, jetzt schauen wir mal an. Jetzt, pass auf. Also, schieß los. Wie viele Wasserlöcher habt ihr hier? Ein Wasserloch. Korrekt, das stimmt. Wie viele Bären sehen Sie hier? 10 Bären. Ah, sehr gut, ja. 10 Bären. Und jetzt? 2 Fische. Korrekt. 2 Fische. Das sieht doch jeder. Okay, das Rudel hier vorne hat es geschafft, ja. Das ist schon dicht dran. Das Rudel da drüben auch? Okay. Wer ist denn noch in der Verzweiflung hier? Traut sich keiner, ne? Da vorne, der Tisch, das ist das. Das kann man nicht. Okay. Dann erzählt doch mal hier vorne. Was ist denn eure Logik der Bären? Ne, fangen wir an mit den Wasserlöchern. Was ist denn die Logik der Wasserlöcher? Jetzt hört mal alle zu. Das Auge in der Mitte ist ein Wasserloch. Bei 3 oder bei 5? Ja, oder bei 1, ne? Ja. 1, 3, 5. Okay. Anzahl der Bären. Was ist die Logik der Anzahl der Bären? Das sind die äußeren Augen. Wenn es ein Loch gibt. Schmarrn. Immer außen. Die außenrum, also im Prinzip alle minus Löcher. Ja, das Loch. Okay, ist auch korrekt. Und jetzt wird es spannend. Wie sieht es mit dem Fischen aus? Habt ihr eine Lösung der Fische? Das ist da, wo wir ein Loch haben natürlich. Und dann die Rückseite von
von dem Wurfel. Das ist jetzt bei der 5. Ah, sehr gut. Selbstverständlich, die Fische kann man ja nicht sehen, die sind ja im Loch. Und aus dem Grund muss man den Würfel einmal umdrehen. Und man schaut auf der anderen Seite, wie viele Fische in dem Wasserloch sind. Okay. Man guckt das Loch an und durchs Loch. Tut mir leid, jetzt wissen Sie es. Können wir nochmal auf die PowerPoint gehen? PowerPoint bitte. Ich glaube, ich habe irgendwo, gehen Sie mal, achso, ich kann nicht, genau, jetzt hier, warte mal. Lösung steht dann hinten. Man muss wissen, dass die Summe der Zahlen immer 7 ist. Also wenn Sie vorne eine 5 sehen, ist eine 2 auf der Rückseite. Wenn Sie vorne eine 1 sehen, ist eine 6 auf der Rückseite. Das ist, die Summe ist immer 7, das wusste ich auch nicht. Das ist vermutlich irgendeine McKinsey-Frage, Einstellungsfrage. Da gibt es so einen Wettbewerb für, weiß ich nicht, was ist sie? Ja? Wir stellen die ja wieder zur Verfügung. Okay. Was ich damit machen möchte, ist sehr schnelle, einfache Spiele, um bestimmte Zonen einfach mal zu erkennen und ein bisschen was loszutreten. Ja? Also immer dann, wenn Sie mit Ihren Coaches oder Sie selber an der Grenze angekommen sind, der Motivation, hilft sowas. Meine Einladung noch bitte an Sie auch. Ich als Vertreter jetzt hier, ein bisschen als Botschafter der Cutter School, wir wollen gerade solche kleinen Knobelspiele sehr gerne haben. Ich bin überzeugt, wenn Sie nach Hause fahren, ja, werden Sie sagen, Mensch, da kenne ich doch auch noch ein paar Rätsel. Oder jetzt zu Silvester, ne, mit dem Freundeskreis, ja, können wir noch ein paar Rätsel auspacken. Bitte zurück, eine PowerPoint schicken, bitte zurück. Es wäre schön, einfach lauter so kleine Spiele zu haben zum Thema PDCA, Zielzustand und so weiter. Insofern, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und ansonsten viel Spaß noch mit der Toyota Cutter. Danke. Ja, super Spiel und mir hat es besonders viel Spaß gemacht, weil ich es rausgekriegt habe. Na, die ersten zwei hast du. Herzlichen Dank. Nee, ich hatte alle dann. Ach so. Und zwar hatte mir eine Dame dann noch geholfen mit den Fischen von unten sozusagen. Ah. Ne? Wobei, ja, kommt ruhig alle mit auf die Bühne. Wir haben eine kurze Diskussionsrunde noch. Ich möchte mich dem Aufruf hier anschließen. Wenn Sie irgendwas haben, was wir auf die Webseite der Cutter School stellen können, Fotos von Ihren Storyboards, PowerPoint-Präsentationen, was auch immer, schicken Sie es zu an info@cutterschool.de und wir stellen es auf die Website drauf. Geht alles unter den Creative Commons Lizenz. Das heißt, es geht in die Community dann mit rein. Gut, und jetzt sind wir in der Diskussionsrunde. Wollen wir die Fragerunde noch... ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber trotzdem wollen wir Ihnen natürlich Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Müssen wir noch ein paar Leute auf die Bühne holen, ne? Also ja, genau, die drei Referenten bitte nochmal. Kommt nochmal hoch. Alle Referenten, noch ganz kurz... Vier Leute nicht, haben wir jetzt gleich. Die nicht hier vorne oben sind, die können sich die Fragen überlegen. Genau. Wer mag? Das ist Gewalt. Mach mal ein bisschen Platz. Ja, ist gut. Gibt's Fragen? Alle eingeschlafen. Das war eine Menge Stoff. Ich könnte das nochmal erklären mit den Fischen. Nein? Noch drei Runden vielleicht für mich oder so. Herr Söderlin, was sind das für Bachblüten? Wie heißt das Produkt sozusagen? Also, man kann es in der Apotheke rezeptfrei. Also, gibt in der Apotheke rezeptfrei, heißt, ein bisschen ein harter Name, heißt Rescue Me. Aber es hilft, es beruhigt und lässt einen sauber einschlafen. Okay, mir ist es ganz wichtig, dass Sie heute Nacht auch gut schlafen und nicht noch über die Fische nachdenken, ne? Wie man die Anzahl der Fische berechnet. Also insofern helfen vielleicht dann die Rescue-Tropfen aus der Apotheke. Hier haben wir eine Frage, bitteschön. Radek, mein Name. An den Herrn Seidel vielleicht eine Frage. Hier, vorne, gerade hin. Das klang so ausschließend, Kata in der Produktentwicklung. Also ich hätte schon gedacht, dass man Kata auch für eine Produktentwicklung nehmen könnte. Das klang jetzt bei Ihnen so ein bisschen, ich mache zur Prozessoptimierung und sowas. Und also ich bin mir sicher, man kann Cutter auch ganz bewusst in der Produktentwicklung anwenden. Wir haben die Cutter in der Produktentwicklung, also nicht in dem Produktentstehungs, also wo das Produkt dann wirklich geschaffen wird, angewandt oder wenden das an, sondern eher für die
Prozesse, Interface verbessern, Zusammenarbeit, weiß der Geier was, Freigabeprozesse verbessern, schneller machen. Dafür nutzen wir das heute immer noch. Für das reine Abwickeln der Projekte, das sind meistens Teams, die verteilt in der Welt sitzen, das muss schnell gehen und da müssen die Teams relativ schnell sich abstimmen. Da ist Kata meiner Ansicht nach ein bisschen überfordert damit. Ja. Okay, schönen Dank. Wir haben ein Video von Janina Meyer, ne? Ja. Kata in der Produktentwicklung. Ganz genau, cool. Und ja. Dann haben wir ja auch diese Glühlampen, diese LED-Lampenentwicklung ist ein ähnliches Beispiel. Ja. Also ein Ausbau dieser Coaching-Kaskade ist Projektmanagement. Ne? Und da geht es vor allem in diese Kaskade, die Vertikale und später übrigens diese, wie hieß das, Rudel-Coaching, den Begriff da, den verwenden wir für die horizontale Kommunikation in den Kaskaden. Und da geht es Richtung Projektmanagement. Also da machen wir viele Experimente in Planungsprojekte, Fabrikplanung. Und also wir versuchen so, dass so 10 bis 12 Leute in 15 Minuten durchzukriegen, dass es dann so ein Daily Huddle. Das ist was anderes, ja. Okay. Es war interessant in Produktentwicklung. Entwickler müssen Prototypen machen. Und dann hieß es ja, es braucht so 1-2 Wochen, bis man einen Prototyp gefertigt hat. Man muss Aluminium bestellen und fräsen lassen und wir müssen das, ja. Und experimentieren, eine Kunst des Experimentiers ist, schnell experimentieren zu können. Das ist auch eine Fähigkeit, die man lernt. Und heute diese gleiche Produktentwickler, die gesagt haben, 1-2 Wochen, sie stehen vor einem Tisch und da ist eigentlich Müll auf dem Tisch vom Baumarkt. Und was die machen, ist, wenn die irgendein Prototyp testen wollen, die gehen schnell zum Baumarkt, kaufen irgendwelche Produkte, die ähnlich sind, schneiden die auseinander, benutzen Klebstoff, Tesaband, was auch immer und haben nicht eine hundertprozentige Lösung. Aber die Information, die sie brauchen, ist vielleicht schon da. Und sie stehen stolz da, die gleichen Entwickler, und sagen, wir können innerhalb 24 Stunden fast jede Idee testen. Und auch das war eine Fähigkeit, dass diese Entwickler durch Üben entwickeln müssten. Am Anfang hieß es ja, 1-2 Wochen. Interessant. Ne? Also experimentieren ist leicht gesagt, aber wie experimentiert man gut? Das ist auch eine Aufgabe des Coaches, dem Lerner das beizubringen durch Üben. Was ist ein gutes Experiment? Wir haben bei Toyota oft gesehen, wie gesagt, die haben nicht Kata per se, aber der Manager würde fragen, ja, interessanter nächster Schritt, wann können wir sehen, was wir davon gelernt haben? Ja, nächste Woche. Dann sagt der Toyota-Manager oft, können wir die Idee jetzt testen? Sofort. Und da sagt der Anfängerlerner zumindest meistens, nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann sagt der Coach, komm, lass uns mal gehen. Und dann machen die irgendwas, die halten die Teile mit der Hand hoch, ne, Pappe, irgendwas. Innerhalb von 20, 30 Minuten ist das Experiment gelaufen. Das heißt, der Lerner muss erst sehen, ach so, ich habe überhaupt das Erlaubnis, so zu testen. Ich muss nicht Aluminium fräsen, ich kann auch so testen. Ja? Und das ist wieder Aufgabe vom Coach, ja, das beizubringen. Gibt es weitere Fragen? Okay, ich glaube, wir gönnen uns eine Pause, oder? Es kam nichts, oder? Okay, super, sehr, sehr schön. Vielen Dank.